was in diesem Video passiert. Ah, schaut euch das mal an. Neues Auto. Yo, Freunde, was geht ab? Heute teste ich den Maverick Quantum MT Flux. Aber erstmal packe ich das hier aus. Oh yeah. Das ist das GPS-Gerät, was Zaberstus auch hat. Das bedeutet, wir können jetzt richtig geile Speedtests machen. Aber erst, wenn das Wetter besser ist. So sieht das Ding aus. Lädt man auf, tut man ins Auto, verbindet es mit der App und dann zeigt sie Geschwindigkeit an. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Weiter geht's mit dem Quantum. Maßstab 1 zu 10, 4WD, wasserresistent, Brushless Power, 3S Lipo-fähig. Ich hol ihn mal raus, den Quantum. Oh mein Gott, wir brauchen einen Klempner. Ich bin schon da. Piep, piep. Reifen fühlt sich irgendwie ziemlich hart an. Designtechnisch finde ich den richtig geil. Orangene Felgen, viel Blau und ein paar orangene Spritzer. Da hat er wohl eine Orange abbekommen. Du hast eine Orange abbekommen, Alter. Die Federung, die ist irgendwie voll hart. Hier hinten hat er noch eine schöne Wheelie-Bar. Schauen wir mal unter die Karo. Hier haben wir den Motor, Regler mit Lüfter, Servo- und Empfängerbox. 3S Lipo ist da, leider nur 3200 mA. Passt perfekt rein. Im Zubehör enthalten ist die Anleitung und ein Kühlkörper mit Kühlrippen. Kann man hier einfach auf den Motor klicken. Zack. Und das hier ist die Funke. Kann man hier oben noch aufmachen und da an den Rädchen drehen. Währenddessen der Akku auflädt, repariere ich noch den Losi Lasernut. Schaut euch mal an, wie dreckig der ist. Oh yeah. Hier war das Ritzel abgerutscht. Das muss ich einfach nur wieder festmachen. Dann werde ich den heute auch mitnehmen und außerdem noch mit 4S fahren. Letztes Mal waren es nur 3S. Bin mal gespannt, wie der auf 4S rennt. Fertig. Den Trekking Granite hier werde ich übrigens auch mitnehmen. Solange der Akku auflädt, esse ich jetzt noch schnell was und dann sehen wir uns auch schon draußen. Wollt ihr das? Das? Oder das? In Zukunft nicht mehr verpassen? Dann abonniert jetzt den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke. Ist klar, jetzt wo ich rausgehe, kommt voll der Schneesturm. Naja, das hindert mich nicht. Fangen wir mit dem Quantum an. Voll in die Fresse alles, ey. Okay. Okay. Au! Oh mein Gott, was war das denn? Frische Hose habe ich erst angezogen. Alter, schaut euch das an. Das ist sogar meine Lieblingshose. Aber halb so wild, habt ihr eine Frau, die das wäscht. Okay. Es ist aber auch heute mal wieder so matschig. Oh, oh. Schaut euch das an. Oh Mann. Akkus leer, verdammt. 3200 mAh für dieses Auto ist einfach zu wenig. Oh. Ich glaube, so verschlammt war noch nie ein Auto von mir.
Das sieht echt übel aus, als wenn da Schokopudding drüber gelaufen ist. Jetzt muss ich erstmal die Karo-Clips abmachen. Ah, lecker. Aber von innen, finde ich, geht's eigentlich. Nach der kurzen Fahrzeit kann ich zu dem Quantum noch nicht so viel sagen. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar lenkt der ein bisschen träge, ein bisschen schwach. Vielleicht kann man das auch umstellen an der Funke. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ihr werdet in Zukunft den Quantum auf jeden Fall noch in anderen Videos sehen. Bashen wir weiter mit dem Granite. Der war heftig, oder? Oh nein, es ist das passiert, was niemals hätte passieren sollen. Da habe ich schön den Matsch geküsst und schaut euch das mal an. Der Arm ist einfach abgebrochen und da sind auch ein paar Kabel abgerissen. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ja, was soll ich dazu sagen? Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Die ist halt so träge, ne? Ich bin einfach auf den Boden geklatscht. Vielleicht kann ich das noch reparieren, vielleicht auch nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall noch in einem anderen Video sehen. Akku vom Granite ist jetzt auch leer. Stellen wir die beiden nochmal nebeneinander. Von der Größe her ziemlich identisch. Aber der Granite hat eindeutig mehr Power. Naja, machen wir weiter mit dem Losi Lasernaht mit 4S. Ist nicht schnell, oder? Ups. Wow. Oh, oh. Wow. Thank you.
Alter, was für ein Platscher, ne? Oh. Alter, hat mir das ins Gesicht gespritzt. Und auf meine schöne Jacke. Egal, ich habe eine Frau, die wäscht. Okay. Der war gut, ne? Und wieder sauber. Der Lasernaht, der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mit 4S geht er auch richtig ab. Ansonsten Akkuanzeige, ich bin wirklich sehr lange gefahren. Wir haben noch 1,5. Das ist echt gut. Und er ist wieder sauber geworden. Das Video heute hatte auf jeden Fall einen teuren Preis. Aber dank eurer Unterstützung und einer Produktplatzierung ist das schon wieder vergessen. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Peace.